Schütteln, bis es dampft. What the fuck? Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja Leute, ich bin wieder zurück oder erstmal wieder zurück, mal schauen wie lange. Auf jeden Fall ist das Game das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, bevor ich schachmatt gesetzt wurde von dem Bandscheibenvorfall. Und ja, ich liebe diese Spielereihe I Expect You to Die und das ist der dritte Teil. Ist von den Shell Games und ist sogar aktuell im Angebot bei Steam bis zum 11. Juli. Ich glaube 14 Euro, ein paar gequetschte waren es. Und ja, mal schauen, wie lange wir heute spielen. Ob es ein oder zwei Missionen, mal schauen, wie lange das Ganze geht. Und ja, wie es jetzt auf meinem Kanal weitergeht, muss ich euch, glaube ich, nochmal in einem separaten Video erklären. Aber jetzt haben wir erstmal Spaß beim Zocken. To the next agent. Control point. Babadak has been evacuated following Agent Phoenix demolition of source nearby base. Reconnect to the agency and restore power. Follow the protocol outlined in this tape. Okay. Ja. Diese ganzen Sachen, die man hier so sieht und interagieren kann, die kann man auch irgendwo dran heften in der Realität, sage ich mal, oder in der virtuellen Realität. Und kann sich die dann wieder anzeigen lassen. Ach, guck mal. Also das hat die besten Zeiten hinter sich, oder? Aber wir haben es gegessen. Hier haben wir einen Pass. Hier haben wir eine Antenne. Ach, guck mal hier. Ah, ich liebe sowas. Solche Kleinigkeiten sind immer cool. Oh, das ist ja geil. Wo ich mir das dran halte, kommt auch das Geräusch. Das ist gut gemacht. Na komm. Aber man kann ja auch... Oh, was jetzt? Was jetzt? Ach, guck mal. Das ist ja cool. Also, das ist mit dem Übersetzen gemeint. Wenn ich mit dem Telekinesestab drauf zeige... Dann wird mir das übersetzt, das ist cool. So, das zurückgezogene milliardenschwere Oberhaupt des in Ungnade gefallenen Konzerns Soraxis Industries war früher für alles von der Nahrungsmittelproduktion bis zur Waffenherstellung bekannt. Okay. Und da hier auch. Ah, das ist cool. Das gab es vorher nicht. Das gefällt mir. Okay. Packen wir auch erstmal hier hin. Und jetzt legen wir mal hier los mit dem Tutorial. Ausrichten, haben wir gemacht. Einschalten. Welche Frequenz? Agency, okay. Da haben wir's. You have reached the Enhanced Operations Division Recommunications Channel. You should see a reactivation code on the screen. Enter this code in the radio. 1, 4, 6. Reactivation key received. Your location is Control Point Babadak. Babadak. This facility was recently evacuated. For security purposes, you will need to confirm your identity. Ach, guck mal da, da kommt was. The use of tele. Bring the capsule closer and place the capsule in the open-o-matic on your left. Ah, guck mal hier. Place an item of identification, as well as your broken earpiece, inside the capsule to connect to a handler. Ah, macht er automatisch, okay. So, jetzt können wir alles wieder hinpacken, zack. Och. Okay.
Passport haben wir hier. The pneumatic tube has been opened. Please place the capsule back. So, jetzt aber. Das mit den Untertiteln kann natürlich stören, aber trotzdem ist es super, dass es Übersetzungen gibt. A new earpiece is being delivered via pneumatic tube. Please open the capsule and place the earpiece in your ear. Na komm. Who in the world is it? I can't believe it. Agent Phoenix, once again, living up to your name. Yeah. I couldn't get rid of you if I wanted to. And believe me, I don't. Let's see. Ah, I should have known you'd make your way to our Romanian control point after you saved the world blowing up Zor's base. Speaking of explosion, you all right? Let's make sure nothing's wrong with the telekinetic implant in your brain. Try picking up the capsule we just sent you and freezing it in air. Na klar. Kann ich das noch? Looks like your TK is okay. Good thing. We wouldn't want something attached to all our agents' brains to malfunction. Well, you do need to complete the recommunication protocol you initiated. Here, I'll walk you through the rest of it. Just like old times. Let's see. You're in Babadag, Romania, which should be this switch right here. That was not my fault. The surge blew the main breaker panel clean out of the wall. Bring it closer so we can get it working and get this power back on. Drücke die A- oder X-Taste, während du das Objekt hältst. Aber ich krieg's ja gar nicht. Ach, da ist es doch. Hover the panel in place, so it'll be easier to work on. You'll need to solder those wires on the back before attempting a manual reactivation. There should be a soldering gun in that desk. If there's not, someone messed up. Okay, wir müssen ein bisschen löten. Als Elektriker kann ich das ja. Das ist irgendein Schalter. Das brauchen wir noch nicht. Kann man erstmal hier hinpacken. Ach, da ist auch nochmal so eine Anleitung. Brauchen wir jetzt auch nicht. Da! Great! Use that device to solder the broken wires and we'll have this place powered up in no time. So. Great job! The breaker panel is fixed and should be ready for manual reactivation. Let's put it back. That's the Agent Phoenix I remember. You know, in order to avoid another surge, let's turn things on one box at a time. The cranks and tools you need. Das war einfach. Since we started outfitting our agents with telekinetic implants to reach high places, our ladder budget has plummeted. That's a fun tidbit. There should be two other boxes to reactivate. Find those tools. So, jetzt müssen wir da noch was finden. Ah, da, guck mal. Was ist das hier? Okay. Haben wir hier irgendwas? Da ist auch keine Schublade mehr. Um drei Sicherungskästen zu reaktivieren. Ach, guck mal, da ist das doch das Teil, oder? Two more boxes and two more tools. I wonder where the last agent left. Only one electrical box left to activate before power is fully restored and I can safely flip this switch in front of me. Oh, it's so tempting, Agent. Das haben wir, das haben wir. Aber das ist nicht fertig, oder? Na komm. So, jetzt haben wir die Kontrolle wieder. Ah, there we are. Well, I dare say you and I are back on the job. I never thought I'd be saying that again after we lost you. I'll spare you the sentimentality, but... Well, I was ready to call it a day after that Juniper business. But we're a team.
If you're here, I'm here. Speaking of which, I have just the mission for the great Agent Phoenix. Also cool, dass das Tutorial so anfängt, dass man auch ein paar kleine Rätsel lösen muss. Geil gemacht. Das Rädchen im Getriebe. Immer sehr geil gemacht, diese Intros bei I Expect You to Die. Bin ein bisschen hype, wieder VR zu zocken. Das Intro hat was, auf jeden Fall. Sehr geil gemacht. Sehr geil. Gefällt mir. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Well, look at this place. I like what you've done with it. Your first mission is being delivered now. Don't worry, we're easing you back into view. Guck mal. Opening-Sequenz haben wir auch abgeschlossen. Oh, wir haben Hunger. Und hoffentlich, ja, guck mal, nicht verschimmelt. Schmeckt frisch. Okay, komm, holen wir uns die erste Mission. So, erstmal ausmachen. Operation House Call. Komm rein damit. We'll start you off with something simple, without world-shaking ramifications. Dr. Roxana Prism is a former inventor for the agency and the one responsible for creating the telekinetic implant in your head using a crystal known as kinesium. Dr. Prism has recently been absent from multiple check-ins and is considered missing. We're looking into her whereabouts, but in the meantime, she has sensitive research into kinesium that should not fall into the wrong hands. Go to her home in sunny California and retrieve that research, just so we know it's safe. Mhm, okay. Ich würde mal ganz kurz noch mal hier rein. Chatprotokoll, Barriereton. Komfort. Übersetzen. Immer an. Umschalten durch Drücken des Daumensticks. Das ist gar nicht schlecht.
dann hat man das nicht immer so übersetzt, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Also man hat hier bei den Übersetzungen auf jeden Fall die Möglichkeit, das auszumachen, anzumachen oder halt immer, wenn man die Telekinese verwendet oder halt, wenn man den Daumenstick drückt. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, zurück zum Spiel. Das ist gut, das gefällt mir auch. So kann man es anmachen, wenn man irgendwas nicht versteht und ausmachen, weil es halt einen auch ein bisschen aus der Immersion zieht, ne? Komm, wir gehen jetzt mal in die erste Mission rein. Sehr cool. So, this is where Dr. Prism lives. Well, nothing. Wow. Oh, hey! You must be from the agency. I didn't hear you come in. You must be a good agent. I'm Roe Butler, so just shout if you need anything. Actually, don't shout. I'll be right here. Dr. Prism proposed replacing agents with robots. Ist das das Feuer? It seems she found other uses. Though this robot doesn't seem too concerned about his creator being missing. Hmm. Let's stay on task. Okay, schauen wir erst mal an hier, was wir alles haben. Die schwarze Tinte geht aus. Okay, komm, packen wir es mal hier hin. Kann man das nehmen? Ah, guck mal hier. Das sieht aus, wie das auf unserem Funkgerät waren, so drei Pinne, die guckten raus. Das sieht so aus, als wir das dafür verwenden könnten. Schauen wir mal. So, schauen wir mal. I never trusted Dr. Prism's robots, but he seems like a nice guy. Ihr neuer automatischer Kamin. Okay, eat this. Look at you using telekinesis. If Dr. P were here, I bet she'd be pretty excited about that kinesium in your head. I knew you'd love it. The secret is dethawing the shrimp in a microwave. Erstmal weg. So. Fernbedienung. Flame Blaster heißt sie in der Zukunft. Bla 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 bla. Nie mehr als zwei Holzscheit auf einmal. Okay. Was haben wir denn hier alles? Audiotapes. Das könnte auch irgendein Code sein für irgendwas. Das müssen wir uns auch mal hier hinpacken. Erstmal. So. Was passiert denn, wenn wir mehr als... Sterben wir dann? Hey, no, no, that's too many logs. You're gonna burn the place down. Okay. Also dann ist der eine Zeit lang beschäftigt. Virus managed. That was really hard. Please do not do that again. Okay, wenn wir ablenken wollen, können wir das machen. Hallo? Hm, okay. Oh, that computer is locked up tight, and only me and Dr. P know how to make it work. Hmm, finding the right words to say is going to be tricky. It only took me 2 days to learn the right words for that password. You could say I'm kind of amazing at remembering. Hier kann man einen Cocktail mixen. Lemon Juice. How do you like Dr. P's bar cart? I had a couple designs. You want more? Sorry, we only had two shrimp. Guck mal, da ist noch was. Ah, komm. Inertes Neurotonic. Misch mal halt so ein, oder? Okay, mal schauen, wofür wir das brauchen. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir. Okay, da ist was zu.
Eurekas unsichtbare Tinte GmbH. Hurra, sie haben es zu dem sichtbaren sichtbar machen. Ein Teil Tonic, zwei Teile Zitronensaft. Kräftig schütteln. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich... Gar nicht so leicht. Pack mal alles mal hier hin. Ich weiß nicht, für was die ganzen Sachen gut sind. Okay, okay. Was ist das hier? Cranberry Juice. Schauen wir mal, was wir sonst noch hier haben. Die sind mir eben runtergefallen. Okay, zwei Shrimps. Oh, I'm already here, so how about a joke? Why did the robot love a magnet? Because there was an instant attraction. Ha! Instant attraction, he says. That's a thinking person's joke. Lemon. Lemon ist uns aber auch abhanden gekommen, ne? You want more? Sorry, we only had two shrimp. Hey, no, that's too many logs. You're gonna burn the place down. Was können wir denn sonst noch hier machen? Oh, that's a... I can't believe she still has that. Okay, the fire is managed. That was really hard. Firearms. How to earn. Nach dem Lesen verbrennen, okay. Okay, wenn wir das jetzt da reinpacken. Nee, das funktioniert nicht, ne? Ah, jetzt habe ich eine Idee, okay, okay. Der gibt uns gleich. So. Okay, ich dachte, das hätte irgendwie Erfolg auf was. Oh Gott. Machen. Überall steht was drauf.
So, wir müssen jetzt mal schauen. Ein Teil Tonic, zwei Teile Zitronensaft. Aber Zitronensaft haben wir nicht. Also das ist Tonic. Nicht so einfach. So. Da können wir das benutzen. Okay, warte mal. Wir müssen den noch mal ablenken. Können wir irgendwas an dem dann Rücken machen? Haha, okay. Der hat einen Schlüssel gehabt, der kleine Schlingel. Instabiler Wodka, nicht schütteln. Okay. Dann packen wir die hier weg. Komm, kann man hier mal irgendwo hinpacken, so. Aber Lemmen haben wir immer noch nicht, ne? Aber wir könnten jetzt davon irgendwas machen. 3P Gin, 1P Wodka. So, okay. Drei P Wodka. Okay, der macht immer ein P, okay. Ein P. Kriegen wir aus der Zitrone noch was raus? Ach, guck mal. So. 2P Lemon. So. Und einmal Tonic. Was müssen wir eigentlich entweder drüber schütten oder. Danke. Test and decide robot voice. Stop agency. Buy more lemon juice. Ja, toll. Get more non-invisible VK pants. Das Passwort: schlauer geheimer Roboteragent. Clever Covered Roboter Agent. Clever Robot. Clever Covered Robot Agent. Okay. Prism's research has to be somewhere in the... That's it! Oh, well, boot up failed. Sounds problematic. You'll need to figure out how to get around it. Oh je. Ein Fehler und man macht Boom. Enter Debug Mode. Some
sort of special computer term. Perhaps Dr. Prism has notes lying around that could help. Great work. Now, figure out how to access that research. Oh, my poison trap worked! Tell you what, sit tight and let that poison do its thing. I'm gonna clear out so it doesn't clog up my vents. Man, this butler disguise was so good! Was war das jetzt? Disguise? That robot has gone rogue! He better not have done anything to Dr. Prism. Looks like that's a slower poison, so you have precious time to find an antidote. Super. Ist das hier irgendwas vielleicht davon? Komm, wir probieren's. Wir probieren's. Ansonsten die anderen. Wodka weg. Cornberry. Komm. Tonic. Cornberry. Und I can't believe that robot betrayed us like that. I put all my trust in him. Und sonst haben wir nichts, ne? Das ist nicht gut. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich gleich Gegenmittel. Looks like you have to make the antidote. Nothing can ever just be easy, can it? Zwei Teile Neurotonic. Eins, zwei, instabiler Wodka. Schütteln, bis es dampft. What the fuck? Okay. Eins, zwei, ein. Okay. Oder muss ich dafür ein Glas haben? Good. We'll see from the poison. Oh, I hope Dr. Prism survived as well. Find okay. Research before that killer robot comes back. How you doing in there? You dead yet? Ich hab's vor halt immer daraus getrunken, aber so, das haben wir. Zack. Das hatten wir auch. Weg damit. Und jetzt müssen wir den hier machen. Aber wie? So, wie geil ist das denn? I don't know much about computers, Agent. That's it. I just wanted to let you know that. Ich habe mir schon gedacht, dass die für irgendwas wichtig sind. Und so scheint es ja auch zu sein. Das heißt, wir müssen den hier reinstecken. Und hier reinstecken. Den müssen wir hier reinpacken. Das ist das Bild, oder? Blaue Tinte ist alle. I was in the field. People just put things on paper. You didn't need to access a notebook. You just stole it. Jetzt müssen wir das ja machen. Also, Tonic. Da ist bestimmt die Farbe drin. Das waren jetzt. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen.
Zwei Teile Zitronensaft. So, zwei Teile Zitronensaft. Und dann wollte der Tonic haben. Na toll. Okay. Jetzt wieder die Frage, von welcher Seite, ne? Oh, das müssen wir ausprobieren. Hilft ja nichts. You know, when I was in the field. That's the kinesium research we're looking for. Well done. I told you this would be an easy mission. So, now the agent's dead. I'm supposed to... Wait, the poison didn't kill you? This wasn't part of the plan. Oh, man. Okay, I gotta call Dr. Prism. Call Dr. Prism? But I thought she was missing. Dr. P? The agent didn't die from the poison like we planned. What do I do now? Didn't die? How? Oh. This is the legendary Agent Phoenix. Widely considered Thor's greatest adversary. This is an opportunity to go beyond the disguise and trap training we planned and test your combat capability. It's much easier to replace human agents with robots if the human agents are dead. You know what to do. Agent Phoenix, thanks for showing me how to be an amazing agent. Sorry you had to die, but I will carry on your legacy as Agent Ro Butler. My first big laser battle. I hope I win. Ooh, that's hot. Need to vent for a second. Don't mind me. This is my favorite spot to kill agents from. Oh. Laser angle calculate. Time to kill. Talk to Dr. P about this overheating issue. Puh. Ach so. Kann man jetzt irgendwas machen? Agent, you're in a tight spot. Look for an opening. There must be some weakness to this robot butler secret agent robot. The laser vibe is really strong over here. Don't move! Your dead body will look great in that. Lasering is hot work. Give me a second. I'm an expert in mist. My first big laser battle. I hope I win. Surprisingly, lasers are really, really hot. Hold on. Favorite spot to kill agents from. Laser angle calculate. Time to kill. Hey, just stay there for a second. I need to cool down. Agent, you're in a tight spot. Look for an opening. There must be some weakness to this robot butler secret agent robot. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. So. Opening exhaust ports. That sounds way cooler than saying I'm too hot. That's it. You took out. Wait a minute. Oh. There. Inside of the robot. Is that. Ah. I see you've discovered the improvements I made to my robots. And all it took was giving Zor access to that kinesium research you came here to protect. That's right. Zor gets my research, and I get kinesium for my robots. And once you're dead, everyone will see just how superior my robots are to frail, emotional, human agents. Until next time, Phoenix. Dr. Prism isn't missing. And she's working with Zor?
need a moment. Come back to base, Agent. Oh, das war echt hart. Dr. Prism, the mind behind telekinesis, working with Zor, the mind behind, well, every evil thing we've ever thwarted at the agency. To say we're in trouble would be like saying I enjoy tweed jackets. A gross understatement. It seems this won't be a walk in the park after all, Agent. With Dr. Prism and Zor together, who knows what they could accomplish? Zielzeit 2:30. Ja, das ist aber sehr, sehr gut. Na komm, komm, komm. Ah, da ist der, das, dieses Pult haben wir ja eben noch gesehen, ne? Okay, zum Hub. Your souvenir you've brought back from your mission is your responsibility, Agent. I don't want to find it lying around, and I don't want to trip over it if I come to visit. So, jetzt mal gucken. Welcome to the agency, Dr. Prism. I must admit, I was surprised a mind like yours wished to take part in the work of our operatives division. Thank you, Director Morales. I can't wait to get started. I really think I'm going to be... Jetzt mal schauen, was da kommt. I have some ideas to enhance agents' capabilities that I think are really going to shake things up. And the robot is the same kinesium... Friend. Also, die nächste... To shake the nest of the hornet creates a hornet. Ja, ja. So, die nächste Mission wäre in irgendeiner Mine. The kinesium you found inside the robot. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Also ich habe mich verdammt schwer getan, muss ich sagen. Also das war alles andere als gut. Aber es ist auch nicht ganz so einfach, finde ich. Aber das ist ja genau das, was man haben will. Man will ja nicht zu leichte Rätsel haben. Man will schon öfters mal scheitern. Aber bei dem Spiel ist es immer übel. Wenn man scheitert, muss man wieder von ganz vorne anfangen. Und ja, ich versuche natürlich in der Nachbearbeitung für euch ein bisschen ja, besser zu schneiden, dass ihr nicht alles mit erleben müsst, immer wieder und immer wieder. Das kriegen wir schon hin. Aber ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen und gerne einen Kommentar lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Würde ich mich natürlich freuen. Und ja, ich sage jetzt einfach mal Tschüss.